Hallihallo, Hallöchen, Leute. Und herzlich willkommen zurück zu Ich drehe Hydropi irgendwie komisch. Warum auch nicht? Wir sind relativ tief in der Magmahöhle. Also, so gesehen in der Magmahöhle-Tiefe. Was soll das heißen? Die wurden alle nicht geheilt. Ich meine, der kriegt aber auch gut aufs Maul. Das war jetzt echt nicht notwendig. Aber hey, wir überleben ihn wieder. Wenn er mich tragischerweise die Chance bei Onyx, dass es ins Team möchte, verdammt nochmal niedrig ist. Warum verfehlt eigentlich alles, was meine Gruppe einsetzt? Kann man das jemand erklären? Das ist doch nicht normal, oder? Eine Maronenbeere. Nicht unbedingt das nützlichste Item, aber hey. Besser als nichts. Da, ins Gesicht. Ich bin auch stark. Pass bloß auf. Junge, was hält der aus? Der unnächste Typ da im Turm sich angefreundet. Nice. Nehme ich mit? Das ist echt schade jetzt. Sorry, aber Absol gebe ich nicht her. Ich habe zwei Lunasteine. Du hast Wunderheilung, du hast Feilschen. Okay, sorry. Tschüss. Ja, ich bin mir sicher. Ich habe einfach einen fucking Honig dabei. Kampfunfähiges Pokémon, nett, brauche ich aber nicht unbedingt. Ich bin irgendwie auf einigen Ebenen ziemlich enttäuscht vom Spiel gerade. Bin ich schon ehrlich? So. Das ist zwar ein Stein, ich zünd dich trotzdem an. Wir sind alle deutlich schneller als ich. Stalos auch noch. Ahaha. Okay, langsam wird's echt übel. Ich gehe stark davon aus, dass Onyx das Ding platt macht und was mir so ein bisschen sauer aufstößt, ist die Tatsache, dass Onyx als Gegner deutlich mehr HP hat als als Partner und irgendwie auch keinen Schaden gibt.
Ich meine, mein Tackle ist halt stärker als seiner. Ich bin ein fucking winziges Hydropi. Ich frage mich, wo wir sind. Wir dürfen schon ziemlich weit vorgedrungen sein. Ein Erdbeben! Puh, es ist vorbei. Xenoneon, da drüben! Hey, alles in Ordnung? Los, kommt wieder zu euch! Was ist denn hier überhaupt passiert? Grodon hat uns zu Kleinholz verarbeitet. Grodon? Gab nicht denn auch eine Chance? Okay, und was ist mit Simsala? Wo steckt er? Simsala kämpft doch immer gegen Grodon. Ich würde ja gerne helfen, aber ich habe keine Kraft mehr. Neon, wir müssen uns beeilen. Seid ja vorsichtig. Wir kommen nach, sobald wir wieder fit sind. Ich hätte Sinelbeeren. Oh, hier steckst du also, Simsala. Ist mit dir alles in Ordnung? Ja, ihr seid es. Tretet ja nicht näher. Mit diesem Gegner ist nicht zu spaßen. Hier kommt es. Es kommt? Wo? Simsala! Simsala ist wie vom Erdboden verschluckt. Aber er besiegt wurde? Um Himmels Willen, jetzt sind wir an der Reihe. Aber wir werden uns nicht kampflos ergeben. Heiliger, dieses Cinematic. Neon, zeig mir, was euch im Holz hier geschnitzt sind. Außergewöhnliches Naturphänomen ereignet sich. Magma strömt durch die Ebene des Dungeons. Mit jedem Erdstoß landen die Pokémon an einem anderen Ort. Kommt der Pokémon, das nicht dem Typ Feuer angehört, mit der Magma in Berührung, wird es zudem in den Zustand Brand versetzt. Uncool. Was sind das so grüne Felder? Jetzt geht's los mit dem kleinen Kieselgewehr. Oh! Nimm den bitte. Da ist Onix auch drauf gegangen, oder? Von dem weg. Kann ich so weit werfen? Ja, tatsächlich. Heilung. Aber nur damit du das überlebst. Das wäre nämlich echt schade, wenn du es nicht tun würdest. Eigentlich sollte ich nicht direkt nach vorne zu dem hingehen. Und zwar genau deshalb.
Ja, und tschüss. Ich stehe aber immer noch gut Schaden an ihm. Aber wie viel hält der aus? Mehrere tausend HP an Schaden ist. Also, vielleicht nicht mehrere tausend, aber ich habe dem auf jeden Fall jetzt schon ein paar hundert Schaden. Ja, okay. Soviel zu dem Thema. Sieh mal, da ist Simsala. Da sind auch Glorak und Despotar. Habt ihr Krodon etwa tatsächlich besiegt? Geht es euch gut? Ja, alles in Ordnung. Es geht mir gut, aber wir müssen diesen Ort sofort verlassen. Was ist mit Krodon? Wird es ihm gut gehen? Meine Sorgen sind unbegründet. Es wird nur allzu bald wieder erwachen. Es war außer sich vor Zorn, weil es aus dem Schlaf gerissen wurde. Und dann hat es vollkommen die Kontrolle verloren. Es sollte sich schon wieder beruhigen. Ja, der bebt schon wieder. Nichts wie weg von dir. Schnell! Nachdem Krodon besänftigt war, verließ das Team von Neon den Dungeon und kehrte mit Simsalas Team zum Pokémon-Platz zurück. Alter Schwede. Meine Nerven, mein Herz. Ich bin doch so jung. Wie auch immer, ich weiß nicht mehr, was ich... Also, egal. Nidoking. Wir haben jetzt natürlich keine Nidoqueen. Expert hat kein Camp. 1357 Poké, okay. Lunastein hat auch nochmal 1300 für mich. Magma hat ein Camp. Nehmen wir. Onix. Ich bin immer noch salty, dass es Onix nicht so unglaublich stark ist wie als Gegner. Unterdessen auf dem Pokémon-Platz. Das System von Ion immer noch nicht zurück. Hey, schau mal, da kommen sie. Du hast recht, sie sind zurück. Kommt, wir gehen ihnen entgegen. Großartige Arbeit, Ion. Das war einsame Spitze. Wir wissen alle schon Bescheid. Ihr habt Krodon wirklich besiegt. Ihr zwei sind wirklich unglaublich. Ich sehe euch in einem ganz anderen Licht. Nee, hey, oh, was? Jetzt warte mal eine Sekunde. Ich hatte Zeit, dass ihr alle schon wisst, was in der Magma-Höhle passiert ist. Der Ripper hat eine Sonderausgabe mit der Pokémon-Zeitung veröffentlicht. Da stand alles drin. Diese Stärke, ihr habt wirklich alle meine Erwartungen übertroffen. Einfach bewundernswert. Der Mann großartig. Ich will am liebsten nur noch mit euch zusammen dabei. Ich stehe jetzt einfach einmal fest. Euer Retteteam Diamond 2 ist absolut erstklassig. Könnt ihr recht stolz auf euch sein, der mir so näher. Ich bin so glücklich, Leon. All die Mühe, die wir uns gegeben haben, hat sich ausgezahlt. Schaut euch das an. Was Krodon ausgerechnet von so einer Heulsuse besiegt würde. Will eigentlich aufs Maul. Was war das gerade? Ich habe ganz kurz etwas gehört. Oder bilde ich mir das nur ein? Nein, das habe ich auch gehört. Ich auch. Und ich höre es immer noch. Spricht da jemand? Hallo? Diese Stimme, die habe ich ja schon mal gehört. Das ist Xatu, ganz eindeutig. Xatu, sagst du? Aber natürlich, es kommuniziert telepathisch mit uns. Xatu versucht uns mit seinen telepathischen Kräften zu kontaktieren. An alle Pokémon, hört mir zu. Es ist schrecklich. Am Himmel ist ein Meteorit erschienen. Dieser Meteorit rast auf unseren Planeten zu. Er ist riesig, geradezu gigantisch. Er befindet sich auf einem direkten Kollisionskurs mit unserem Planeten. Wie
Wie ihr wisst, haben sich seit kurzem zahlreiche Naturkatastrophen ereignet. Ich weiß nur, weshalb das gleiche Gewicht der Welt gestört wurde. Das alles war die Schuld des Meteoriten, der auf uns zurast. Wenn wir nichts unternehmen, wird er mit unserem Planeten zusammenprallen. Das hätte katastrophale Folgen. Wir müssen dies um jeden Preis verhindern. Aber was können wir dagegen tun, Xatu? Weißt du, wie wir den Meteoriten stoppen können? Ja, ich kenne einen Weg. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Katastrophe noch abzuwenden. Ihr müsst Rayquaza um Hilfe bitten. Rayquaza? Wer ist das denn? Ein legendäres Pokémon, das in der Ozonschicht hoch über den Wolken lebt. Bittet Rayquaza, den Meteoriten zu zerstören. Aber das wird nicht leicht. Rayquaza lebt hoch in den Lüften. Niemand hat ihn je zu Gesicht bekommen. Wenn er in so hohen Gefilden lebt, wie sollten wir ihn dann erreichen? Sinsala und ich werden gemeinsam unsere Teleportationskräfte verstärken. Auf diese Weise sollte es uns gelingen, Pokémon hoch in die Lüfte zu senden. Aber seid gewarnt. Diese Pokémon erwartet eine Reise ins Ungewisse. Niemand weiß, was sie in der Welt über den Wolken erwartet. Nicht einmal ich. Kein Problem, wir melden uns freiwillig. Ich will ehrlich sein, ich hätte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Aber seid ihr euch wirklich sicher? Ich weiß nicht, welche Gefahren euch dort oben erwarten. Mir ist schon klar, dass diese Mission nicht ganz ungefährlich ist. Aber ich wünsche mir, dass alle Pokémon in Frieden leben können. Dennis und Neon, könnt ihr mich hören? Ich bin Xatu. Ich werde mich mit Simsala absprechen, wie wir unsere Kräfte verstärken können. Morgen früh geht es los. Bis dahin solltet ihr euch ausruhen. Ein letztes Wort der Warnung. Euch erwartet ein gefährliches Abenteuer. Aber ihr dürft einfach nicht scheitern. Keine Sorge, das wird ein Klacks. Stimmt's oder habe ich recht, Neon? Wir sind wieder an dem Punkt. Ja, aber Hauptsache, ich darf noch trainieren. Das wird schon, das wird es ganz bestimmt. Grazie mille. Ich behalte das ganze Zeug mal bei. Nehme ich mal mit. Talon habe ich gar nicht benutzt. Kraftbänder lasse ich da. Und habe ich 3 Belebersamen noch, 2 Mini-Beleber. 10 Beleber auch nehme ich mit. Lahmzeug lasse ich da. Lebersamme hier. Feels bad, man. Team Leberobst nehme ich alle drei mit. Den nehme ich ebenfalls mit. Aber nur, damit ich ihn verkaufen kann. Was ich sehen werden. Kaufe. Den ganzen
Shit, den, der mir absolut nichts bringt. Ich habe viel Geld, aber hey. So, ein Belebersamen. Schade. Sorry, ich wollte mit deinem Bruder reden. Katapult ist nett, Feuersturm. Du kannst Feuersturm erlernen. Genauigkeit ist eine absolute Katastrophe. Ach, Mann. Das ist aber brutal stark. Ich glaube, ja, ich glaube, der Trade-off lohnt sich sogar. Weil ich glaube, ich was hab, was die Genauigkeit von Attacken nochmal erhöht. Was ich eigentlich scheiße finde, oder? Ich meine, ich könnte ihn auch Hyperstrahler lernen lassen. Das wäre, glaube ich, nochmal besser. Kann ich das jetzt direkt einsetzen? Na, shit. Ja, dann ist es mir zu Coinflip. So leid es mir tut. Offiziell Geld rausgeworfen. Ist ja nichts Neues. Sie sind ähnlich stark, aber Hyperstrahl hat eine deutlich höhere Genauigkeit. Das ist also echt super eigentlich. Na gut. Zeit zum Trainieren, oder? Ich mache das jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf.
Besiege dann der Gegner vor Ablauf des Zeitlimits. Ah, okay. Es ist jetzt die Parade der Lemminge, die sich alle so in ihr Verderben stürzen wollen. Weil ungefähr so sieht es für mich gerade aus, wenn ich die alle One hätte. Kann der bitte nicht so langsam sein, dabei mir den Dialog anzuzeigen? Bin ich eigentlich komplett behindert? Wo ging die Akkukanare wieder hin? Weißt du, sonst laufen die auch nie von mir weg. Und Level up. Level 26! Er hat versucht, Steinwurf zu erlernen. Ich glaube, ich besser als Hagelsturm, oder? Nicht besonders stark, by the way. Und auch nicht besonders genau, aber wahrscheinlich besser als Hagelsturm. Ich habe echt ein Problem mit den Attacken von Hirobi. Gut, ich spiele die dann einfach hoch. Ja, und da hätten wir es. Level 31 und 32 für meine beiden Haupt-Pokémon. 36 für Absol. Ich glaube, damit sollte ich normalerweise stark genug sein. Ich habe jetzt sämtliche Tickets A und S aufgebraucht. Dürfte itemtechnisch auch ziemlich gut ausgestattet sein. 4 Belebesamen, 2 Mini-Belebesamen. Ich bete, dass die reichen. Habe ich noch Geld über? Ja, und du und dein Team, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Abheben. Treue Geschenke, Silberbeere, sehr schön, vielen Dank. Ich weiß ja nicht, was für ein Pokémon Rayquaza ist, aber es wird sich bestimmt mit euch anfreunden wollen. Yay. Ich weiß nicht, was du mit dem Campinus Rayquaza ziehen kann. Über den Wolken theoretisch Lunaschein sein könnte, und zwar regulär und nicht einfach nur, weil es, keine Ahnung, Hunger hat. Immer die antike Ruine. Weiß nicht, was das für eine Art Dungeon genau ist. Offiziell kein Geld mehr. Na gut. Das wird's dann wohl. Die entscheidende Schlacht. Und ich werde sie in der nächsten Folge antreten. Liebe Freunde, vielen Dank an der Stelle fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann und ciao.